Hallo und herzlich willkommen zu Space. Derzeit werden Dutzende EM-Fußballspiele via Satellit übertragen. Aber wussten Sie, dass eine Technologie, die auf dem Internet und Satelliten basiert, es auch kleineren Teams ermöglicht, ihre Spiele live zu übertragen und damit ein größeres Publikum anzusprechen? Wir haben in Italien den Fußballverein von Cuneo und Eutelsat-Station im französischen Rambouillet besucht, um zu erfahren, wie diese Technologie funktioniert. Cuneos Spieler waren bisher nicht viele Zuschauer gewöhnt. Aber dank der Satellitentechnik kann ein kleiner Verein wie dieser im Nordwesten Italiens seine Spiele live übertragen. Mithilfe eines Internetservices, der Satelliten verwendet. Dieses Pilotprojekt wurde in dieser Saison in Italiens dritter Liga, der Lega Pro, getestet. Unterstützt wird es von der Europäischen Weltraumbehörde ESA. Die gleiche Technik wurde auch zur Übertragung von Volleyballspielen verwendet. Es ist natürlich eine gute Sache und von großem Vorteil für eine Meisterschaft in der dritten Liga, die nicht so viel Aufmerksamkeit wie die Serie A, Serie B oder die Champions League bekommt. Es ist eine Chance für unsere Liga und den Verein, mehr Sichtbarkeit zu erreichen. Gerade auch vor Ort ist das nützlich. Zudem hat der Verein so die Möglichkeit, neue potenzielle Fans zu erreichen, die die Spiele über die Satelliten-Internetverbindung verfolgen können. Wir haben natürlich nicht so viele Fans wie die höheren Ligen. Nun haben die Fans, die normalerweise nicht ins Stadion kommen, aber die Möglichkeit, die Spiele von zu Hause aus oder am Handy zu verfolgen. Die Aufnahmen landen an einer Bodenstation, wie dieser hier in Frankreich, betrieben von Eutelsat. Hier empfangen wir die Signale, die uns über den Satelliten von verschiedenen Orten in Europa geschickt werden. Über ein Glasfasernetz speisen wir sie ins Internet ein. Die Spiele der dritten Liga kann man auf dem Internetkanal SportTube sehen. Die neuen Satellitensysteme nutzen das K-Band, einen neuen Frequenzbereich, der über eine höhere Bandbreite verfügt und für die Übertragung von Bildern zudem billiger ist. Die Bandbreite ist von großer Bedeutung bei der Ausstrahlung von Bildern via Satellitenfunkverbindung. La banda di trasmissione è il nostro Mit der Bandbreite beschäftigen wir uns täglich. Man kann sie mit dem Wasserfluss aus einem Hahn vergleichen. Ein langsamerer Wasserfluss entspricht einer geringeren Bandbreite. Ein stärkerer Wasserfluss entspricht einer größeren Bandbreite. Die Informationen, die wir an den Satelliten schicken, werden in Bits übertragen. Ein Telefongespräch benötigt ein paar tausend Bits pro Sekunde, während hochauflösende Fernsehbilder sehr viel komplexer sind und Millionen, manchmal sogar Milliarden von Bits pro Sekunde benötigen. Immagini di sport che sono estremamente più complesse richiedono milioni, alle volte anche miliardi di bit al secondo. Neben der Ausstrahlung von TV-Bildern wird das satellitenbasierte Breitband auch für die Internetverbindungen verwendet. In Europa gibt es immer noch Regionen, in denen Breitband-Internetzugang nicht realisierbar ist. Warum Internet via Satellit? Der große Vorteil liegt darin, dass Sie nur ein Gerät brauchen und das ist sehr billig. Sie können das überall installieren, um eine ADSL-ähnliche Internetverbindung herzustellen. Ein weiterer Vorteil von Satelliten ist ihre Reichweite. Das Satellitensignal kommt überall an. Dazu werden geostationäre Satelliten benötigt, die kontinuierlich von ihrem Orbit über dem Äquator aus ein spezifisches Gebiet der Erde überwachen können. Wie funktioniert dieser Satellit? Nehmen wir diesen Fußball als Beispiel für die Erde. Der Satellit umkreist sie in 36.000 Kilometer Entfernung. Wenn die Erde sich um ihre eigene Achse dreht, dann dreht sich auch der Satellit in der gleichen Geschwindigkeit wie die Erde. Damit steht er von der Erde aus betrachtet immer auf der gleichen Position. Im Trend soll schon bald Ultra-HD liegen, das eine 4K-Auflösung bietet. Die verfügbare Satellitenbandbreite ermöglicht es Zuschauern innerhalb des vom Satelliten abgedeckten Gebiets, ein Signal in gleich hoher Qualität zu empfangen.
Die Ultra-HD-Auflösung wird zum Standard des Fernsehens von morgen gehören. Sie hat eine wesentlich höhere Qualität als HD, nämlich viermal so viele Pixel wie HD, 8 Millionen Pixel, und das sind dann auch noch bessere Pixel. Dank des kontinuierlichen Fortschritts der Satellitenindustrie werden Großereignisse wie ein Fußballspiel bald eine völlig neue Dimension erreichen. Darin sind sich die Wissenschaftler einig. In Zukunft wird es die Möglichkeit geben, die Zahl der Kameras weiter zu erhöhen und so über neue Einstellungen zu verfügen, wie zum Beispiel aus der Perspektive eines Spielers. Durch Kameras, die beispielsweise am Trikot befestigt sind, kann der Zuschauer das Spiel wesentlich intensiver miterleben. Er hat dann nicht nur eine Sichtweise auf das Spiel, er ist live mit dabei und erlebt so eine andere Art des Zuschauens, und das Sportereignis erhält eine völlig neue Dimension. Die Nutzung von Satelliten und im Internet für die Übertragung von kleineren Sportereignissen zieht ein neues Publikum an. Das Potenzial liegt bei mehr als 200 Millionen Zuschauern in ganz Europa. Und nun Neues von der ExoMars-Mission. Diesen Monat dreht sich alles um den Dekontaminierungsprozess für jedes noch so kleine Gerät, das zu einem anderen Planeten geschickt wird. Ich heiße John Robert Brocato und arbeite als Astrobiologe am Astrophysikalischen Observatorium in Arcetri in der Nähe von Florenz. Ich kümmere mich um den Schutz der Geräte, die an Bord der Sonde zum Mars unterwegs sind. Die Geräte, die sich an Bord der ExoMars-Mission befinden, sollen nach Zeichen von Lebewesen suchen. Vor dem Start müssen sie sterilisiert werden, um eine Kontaminierung des Planeten durch die Erde zu vermeiden. Wir wissen jetzt, dass es auf der Erde außerordentlich resistente Bakterien gibt, denen extreme Umweltbedingungen nichts ausmachen und die an Bord einer Weltraummission überleben könnten. Das Vorgehen für das Sterilisieren der Geräte für die Weltraummission besteht darin, dass diese einer hohen Temperatur ausgesetzt werden, rund 120 Grad, und das über mehrere Stunden oder sogar Tage. So können wir sicher sein, dass wir keine biologische Ladung an Bord haben. Vor dem Hintergrund zukünftiger Missionen, die Proben vom Mars zur Erde bringen werden, untersuchen wir heute, wie wir einen geschützten Raum entwickeln können, um diese Proben zu analysieren und zu untersuchen, ob es außerirdisches Leben auf einem anderen Planeten gibt. Das war's für heute. Sie können sich unsere ganze Space-Serie auch auf unserer Webseite ansehen, auf euronews.com. Danke fürs Zuschauen.